dann zum Laufen gehen. Das Wetter ist nicht so besonders. Ich mache jetzt da heraus, wo es die kurze Eröffnung geht, dann runter, dass ich euch den Schuh zeigen kann, weil die Kulisse einfach ständig fährt ein Auto vorbei oder der Zug fährt vorbei oder Leute laufen auf dem Gehsteig vorbei. Und zwar geht es um den neuen Bundeswehr-Gelände-Laufschuh, den ich mir geholt habe. Den will ich euch kurz zeigen, kurz vorstellen. Ist eine echte preisgünstige Alternative zu den teuren Laufschuhen, die es auf dem Markt gibt. Also gehen wir mal schnell runter und dann können wir in Ruhe den Schuh vorstellen. So sieht er also aus. Gleich könnt ihr näher anschauen. Also jetzt geht's weiter. Draußen ist so eine brutale Geräuschkulisse, da wird man dauernd gestört, da muss wieder abbrechen. Deswegen will ich euch den Schuh jetzt hier unten zeigen, im Keller bei mir. Und zwar ist es der neue, hier ist er, der neue, oder sagen wir so, der aktuelle Bundeswehr-Geländelaufschuh für Wald und Gelände. Ich hatte das Vorgängermodell, das war von der Marke mit den drei Streifen, mit dem war ich eigentlich auch zufrieden. Aber der hat sich langsam verabschiedet, die Sohle war durch und das Futter war aufgerissen, also habe ich mir neue geholt. Warum ich die zeige? Weil sie preislich einfach Alternative sind zu den teuren Marken, die ihr alle kennt. Die brauche ich nicht alle zu erwähnen. Für einen guten Geländelaufschuh legt man schon mal 100 bis 130, 150 Euro hin für die renommierten Marken, für die Topmodelle. Und da bildet er echt eine Ausnahme. Das Profil ist also für Wald und Gelände beschaffen. Schwarz ist die Sohle markiert nicht, das heißt auf dem Hallenboden macht sie keine Streifen oder kreidet nicht, wie man sagt. Das Design ist auch sehr neutral gehalten, also nichts irgendwie mit Neonfarben oder so, sondern ganz in Schwarz. Man kann ihn also auch gut mal für Freizeitaktivitäten tragen, außer fürs Laufen. Im Gegensatz zum Vorgängermodell. Wie ich gesagt habe, die Marke mit den drei Streifen fällt dir etwas kleiner aus. Ich habe hier die militärische Größe 290, 10,5. Also den habe ich ein bisschen größer genommen. Ich habe 45er Schuhe und den brauchte ich eine Nummer größer als das Vorgängermodell. Ist luftdurchlässig, hat eine schöne Zehenbox für Fersenverstärkung hinten. Eine sehr dick gepolsterte Zunge. Auch der Knöchel- und Fußbereich ist sehr großzügig gepolstert. Und was mir aufgefallen ist, dieser Schuh ist stabiler und steifer als das Modell von den drei Streifen. Also ist etwas, sage ich mal, die Sohle ist härter. Er ist nicht ganz so weich, nicht ganz so komfortabel gefedert. Was mir aber allerdings etwas entgegenkommt, weil ich finde, dass mittlerweile die Laufschuhe allgemein zu weich werden. Ich habe eher lieber den Stabilschuh. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, preislich habe ich nachgeschaut. Wenn man ihn nicht dienstlich bekommt, kostet er unter 40 Euro. Das ist wirklich eine Ansage, eine preisliche Ansage für so einen Laufschuh. Man bekommt vielleicht einen vom Discounter zu dem Preis, aber von den bekannten Marken bekommt man keinen für 39 oder 40 Euro. Dann werden wir schauen, was das Wetter jetzt macht, ob ich nochmal zum Laufen gehe. Bin ein bisschen skeptisch noch, ob ich es mache, aber ich denke schon, ist wieder fällig. Ich bin zwar gestern am kurzen Lauf gewesen, da habe ich ziemlich schwer geschnauft, weil ich eine Woche nichts gemacht habe. Außer Fahrradfahren, laufen nicht. Das war es jetzt wieder. Habe ich was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Jetzt machen wir mal so eine Nahaufnahme noch, dass ihr das Mesh sehen könnt. So sieht das aus. Zum Thema aktueller Geländelaufschuh unserer Bundeswehr. Was? Bis zum nächsten Mal. Servus.